meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast Felicitas von Lovenberg. Habe ich das richtig ausgesprochen? Absolut, Herr Voss, guten Abend. Weil man das ja auch mit hart mit V sprechen könnte. Ja, es gibt viele Varianten. Welche ist richtig? So wie Sie es gesagt haben, Lovenberg. Wie ich es gesagt habe, gut, das weiß man schon mal, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Alle reden vom Fußball. Wir nicht, aber trotzdem die Frage, sind Sie Fan? Fan ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ich bin interessierte Laien. Aha, aber Sie gucken. In ist großen klar. Stunden, das gehört ja dann wie dazu. Wir Sie in großen, jetzt erlebt zu, haben. In großen Stunden muss man ja irgendwie gucken, sonst kann alles man sich klar. ja mit niemandem mehr unterhalten. Aber damit fangen wir jetzt gar nicht erst an, denn das, dazu äußern sich andere hinreichend. Wir reden über die Familie. Beim Fußball, dabei bleibe ich jetzt auch nochmal, es spielt ja der Teamgedanke eine große Rolle. Kann man eine Familie, vor allem eine Patchwork-Familie, auch als Team, muss man die als Team verstehen? Ja, das ist ein guter, sehr guter Vergleich, finde ich, weil ja alle im Grunde genommen auch wollen, dass man glücklich nach Hause geht, gewissermaßen. Und im Team müssen ja alle zusammenspielen. Also muss ich eben zuspielen können. Und anders funktioniert es nicht. Und gerade in Patchwork-Familien, wo sich ja ohnehin alle etwas bewusster sind, dass sie eine Familie sind, als in diesen sogenannten Kernfamilien, wo man einander auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, gehört bei Patchwork dieser Gedanke, freiwillig, wir wollen eine Familie sein, ganz stark dazu. Der Anlass dieses Gesprächs ist ein Buch von Ihnen, das in diesem Jahr erschienen ist. Es ist Ihr zweites Buch. Dieses Buch heißt Plötzlich war ich zu sechst. Da geht es um Patchwork. Das erste wird immer noch gerne zitiert. Ich glaube, verliebe dich oft, verlobe dich selten und heirate nie. Genau, Fragezeichen. Ja. Und dann gab es doch einen Positionswechsel. Werden Sie noch gelegentlich auf die Schippe genommen mit dem ersten Buch? Nein, damals sagte ein Kollege, du hast mit deinem Buch gerade die größte Kontaktanzeige geschaltet, die man sich vorstellen kann. Das ist mir selber erst in dem Moment aufgefallen. Und ich kann zu meiner Verteidigung nur sagen, als ich das erste Buch schrieb, kannte ich meinen heutigen Mann noch nicht. Der hat sich davon also nicht abschrecken lassen. Aber die Bücher haben mehr gemein, als man denkt. Also man denkt, wer schreibt ein Buch darüber, das davon handelt, dass es vielleicht für die Beziehung besser ist, nicht zu heiraten, weil man sich dann nicht auf der Institution eher ausruht. Und jetzt in meinem zweiten Buch und plötzlich war ich zu sechst, habe ich ganz am Schluss gemerkt, im letzten Kapitel, das ist wieder ein Buch, was eigentlich sagt, seid romantisch. Also meine These ist auch, dass Patchworker romantisch sind, insofern, als dass sie dass sozusagen der Triumph der Hoffnung über Erfahrung für sie immer gültig ist. Das heißt, auch im zweiten Anlauf bemühen sich ja Patchworker, zu etwas zu finden, was sie vorher nicht hatten, nämlich zu einer glücklichen Familie. Und insofern ist Patchwork durchaus auch eine romantische Familienform, die erneut auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, alle geben sich Mühe, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Und insofern haben die beiden Bücher mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick denken würde. Sie sprechen oder schreiben in Ihrem Buch bewusst von Stiefkindern, nennen sich eine Stiefmutter. Der Ausdruck ist ja nun sehr belastet, nicht nur durch die Grimms Märchen oder, sondern sicher, also nicht nur durch den Schatz unserer Märchen, sondern auch durch den Schatz unserer Vorurteile. Das machen Sie ganz bewusst, dass Sie an dem Begriff festhalten. Ja, weil es gibt zwar viele moderne Begriffe, die, wie moderne Begriffe es eben so haben, so etwas euphemistisch sind. Da ist dann die Rede eben von Bonuseltern oder von Secondhand-Familien. Und ich finde, das macht es jetzt auch alles nicht besser und das macht es auch nicht klarer. Und Kinder können anders als Erwachsene mit Klarheit viel besser umgehen, als man ihnen oft zutraut. Und natürlich nennen mich meine Stiefkinder nicht Stiefmutter und ich rede die ja auch nicht mit irgendwie Stiefkinder an, aber der Begriff trifft es dann doch ganz gut. Wir sind sozusagen eine Stieffamilie oder eben heute, wie das heißt, Patchwork-Familie. Bevor wir darauf weiter eingehen, müssen Sie vielleicht kurz Ihre Lebenssituation schildern. Also die Konstruktion oder Zusammensetzung Ihrer Familie. Das müssen die Zuschauer, glaube ich, wissen, um das genau. zu verstehen. Also ich habe einen Mann, mich in einen Mann verliebt, der zwei Kinder hatte. Die waren damals 6 und 8. Wir haben geheiratet. Heute sind die Kinder 14 und 16. Und wir haben noch zwei gemeinsame Kinder, die noch recht klein sind, nämlich 2 und 8 Monate. Also, 8 Monate, ja. Ja, also die jüngste ist 8 Monate und so ist mein Mann Vater von 4 Kindern und ich eben Mutter von 2 und aber Stiefmutter auch noch von 2 und das ist das, was man eben Patchwork nennt. Das heißt ja nichts anderes, als dass einer der Partner mindestens bringt Kinder aus einer vorigen Beziehung mit.
Und es ist auch gar nicht so sehr an den Trauschein gebunden, sondern es gibt sehr viele Patchwork-Familien, die von der Statistik nicht erfasst werden, aber wo eben ein Mann, der am Wochenende, dessen Kinder am Wochenende zu ihm kommen, aber der eine neue Freundin hat oder einen neuen Lebenspartner oder eben die Mutter, bei der die Kinder unter der Woche sind, die auch sich dann nochmal verliebt. Also wenn man nachdenkt, stellt man fest, man kennt doch viele Menschen, die in so einer Situation leben. Und es passiert einem ja auch manchmal, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. Also ja. Und es werden immer mehr, die dieses Schicksal trifft. Sind Sie insofern eine Ausnahme, als es bei Ihnen ja von Anfang an eigentlich gut gegangen ist? Bei uns war sicherlich das Ungewöhnliche, dass es unter den Eltern keine Schwierigkeiten gab. Die meisten Patchwork-Familien leiden darunter, dass die leibliche Mutter oder der leibliche Vater vielleicht mit dem neuen Partner ein Problem hat, gar nicht selten übrigens, weil man in diesem den Grund der eigenen Trennung ausmacht. Und nun war die Mutter meiner Stiefkinder also schon... Also wenn die Stiefmutter der Scheidungsgrund ist, genau, oder der Stiefvater. Genau, das ist für die Kinder und für alle Beteiligten, glaube ich, sehr belastend und ist eine andere Ausgangsposition. Bei uns war es so, dass die Mutter meiner Stiefkinder bereits in zweiter Ehe verheiratet war, als ich den Vater kennenlernte. Die waren schon mehrere Jahre getrennt und das war für die Kinder und für mich eine ganz andere Ausgangsposition, weil ich war an nichts schuld und das wussten die Kinder und die Kinder waren, glaube ich, einfach ganz froh, als der Vater dann mit einer Frau ankam, die sie auch mochten. Mhm. Also auch bei 6- und 8-Jährigen gibt es ja durchaus Abstufungen. Das haben sie dann auch sehr schnell kundgetan und haben irgendwann gesagt, du Papi, die mögen wir, können wir die behalten? Das war sozusagen das Votum der Kinder. Also die haben nur ganz zu Anfang gefremdelt. Da gibt es so eine Szene, wo die auf dem Rücksitz sitzen beim ersten, Ausflug in den beim ersten Kennenlernen, genau. Ja, und da gucken Sie noch etwas... etwas misstrauisch. Misstrauisch. Und das hat sich aber schon auf dem Ausflug geändert. Ja, aber Misstrauen ist trotzdem ein wichtiges Stichwort, weil ich glaube, Misstrauen ein Gefühl ist, was Patchwork-Familien von normalen Familien unterscheidet. Dass alle Beteiligten ja immer wissen, Familie ist nicht unbedingt für immer. Und die Kernfamilie, auch wenn sich die Eltern streiten, da haben die Kinder einfach dieses Gefühl von, meine Eltern sind da und das ist meine Welt und um die muss ich nicht bangen. Und in Patchwork-Situationen ist es insofern anders als das Kinder. Ich werde nie vergessen, als mein Mann oder damals eben noch Freund uns das erste Mal wirklich stritten, und zwar vor den Kindern. Und die Kinder waren wie versteinert. Die hatten wirklich Angst. Oh, die streiten sich jetzt. Vielleicht trennen die sich dann jetzt. Und jetzt haben wir doch gerade irgendwie gefunden, dass das alles so ganz gut ist. Und diese Sehnsucht nach Stabilität und das bewusste Nachdenken darüber, das ist, glaube ich, in Patchwork-Familien etwas anders als in den sogenannten normalen Familien. Mhm. Sie schreiben ja auch, Kinder sind eine konservative Kraft. Kinder wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Genau. Man sollte ja eigentlich das Gegenteil vermuten, dass Kinder, die ja immer Neues erleben, auch erleben wollen, eigentlich neugieriger auf Veränderungen sind als Erwachsene. Sind sie auch. Sie sind ja auch, aber nicht, was sozusagen die Koordinaten des ganz normalen Lebens angeht. Also ich glaube, da sind Kinder, und zwar geht das bis ins Erwachsenenalter. Ich glaube, jeder kennt Fälle, wo man eben denkt, ach, die Kinder sind aus dem Haus, es trennen sich die Eltern und plötzlich stellt man fest, dass durchaus die Halsstarrigkeit mit dem Alter zunimmt und dass das so ungefähr ab 15 aufwärts geht. Ja. Also ich glaube, auch meine Stiefkinder, wenn jetzt heute nochmal eine Veränderung käme, die werden auch viel urteilsfähiger oder zumindest urteilswilliger. Ja. Die sagen dann auch, also ich erlebe das durchaus auch mal, was die eigene Mutter angeht oder so, das finde ich jetzt gar nicht gut und ich möchte gern, dass das anders ist. Das machen die mit 6 und 8 so noch nicht. Aber je erwachsener Kinder werden, umso mehr nehmen sie sich auch raus, die eigenen Eltern zu kritisieren oder deren Lebensstil, Lebensverhalten. Es wird nicht weniger herausfordernd. Ja. Sie gehen ja noch weiter, sagen, Kinder sind konformistisch. Mhm. Brauchen die Rituale, brauchen die natürlich Feste? Ja, und haben Sie die auch eingeführt bei sich? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es das fängt an mit so einfachen Mahlzeiten, die bei den Kindern heilig sind. Neulich sagte mein Mann zu mir, es gibt ein Nudelgericht, mein Mann kann sehr gut kochen. Mhm. Und es gibt ein Nudelgericht, was er immer wieder für seine Kinder gekocht hat. Also immer freitagsabends, wenn die kamen, gab es sozusagen diese Tagliatelle al Papi. Und dann sagte er neulich zu mir, ach, zum Glück essen ja unsere beiden Kinder das auch gerne. Und da habe ich gesagt, du wirst dich wundern. Solange wir zusammenbleiben, wird dieses Gericht für die kleinen Kinder nie denselben Stellenwert haben. Für die großen Kinder war das Gericht, das gab es eben, wenn sie zu ihrem Vater kamen. Und das war ein Symbol für eine gewisse Geborgenheit, die an diesen Wochenenden vorherrschte. Genauso wie Vorlesen oder Badewannenrituale oder bestimmte Ausflüge, oder Wanderungen, die wir immer wieder gemacht haben. Das Wiederkehrende heißt dann eben auch, es gibt eine Form,
ja, von Geborgenheit. Das ist etwas, da kann man sich reinfallen lassen und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, dass bei Kindern, die eine Trennung erleben, das anders aufgeladen wird, emotional, als bei Kindern in heilen Familien. Die erinnern sich später dran und sagen, ach, das war schön, aber es hat nicht, die müssen sich nicht so sehr daran festhalten. Sie haben eine Kollegin in der FAZ, Melanie Mühl, die hat ein Buch über und gegen die Patchwork-Lüge geschrieben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie aber nicht so weit auseinander, weil die eben nur sagt, Eltern, die sich trennen, sollten sich das sehr gut überlegen, wegen der Kinder, weil das für die Kinder einfach so ein Schlag ist. Ihr Buch war also nicht eine Antwort darauf, oder so, aus Ihren Erfahrungen? Nein, Frau Mühl hat eben geschrieben, aus der Erfahrung, das als Kind erlebt zu haben. Und ich schreibe aus der Erfahrung, es als Erwachsener zu leben und dem Versuch, es richtig zu machen. Also richtig kann man gar nicht sagen, es gut zu machen. Es so zu machen, dass es für alle Beteiligten etwas Positives dabei rauskommt. Und insofern haben die beiden Bücher das Thema zwar miteinander gemein, aber ich wollte auch bewusst eben keine Antwort darauf schreiben und mich nicht verteidigen müssen, sondern eher schildern, wo die Fallstricke sind, wo ich auch glaube, dass viele Patchwork-Familien ähnliche Situationen erleben oder wo alle Frauen, die in so einer Situation sind wie ich, sagen, ah ja, geht Ihnen das auch so? Ja, mir ist das auch so gegangen. Also man stellt einfach fest, es gibt gewisse wiederkehrende Muster und diese Muster sind sehr interessant. Was sind denn die größten Fallstricke? Was kann man denn alles falsch machen? Oder was wird am häufigsten falsch gemacht? Sie haben ja auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Es ist ja ein Erlebnis- und Erfahrungsbuch, wenn man so will, wie das erste auch, aber basiert eben auch auf vielen Gesprächen. Genau, was geht denn so? Was macht man denn so alles falsch? Ich weiß gar nicht, was man alles so sehr falsch macht. Ich glaube, was Stiefeltern oft falsch machen, ist aus falsch verstandener Sympathie sehr schnell mit Kommentaren zu kommen, die den abwesenden Elternteil mit einschließen. Also zum Beispiel in meiner Situation irgendwie eine Bemerkung machen über die Mutter der Kinder, die man ja selber gar nicht kennt. Und zwar, weil in der Regel eben Trennungen nicht schön sind. Also Leute, die es schaffen, sich freundschaftlich zu trennen und keine schmutzige Wäsche zu waschen, die sind nun mal eher selten. Und ich glaube, das ist für Stiefeltern ein ganz, also man darf nicht den Fehler machen, den abwesenden Elternteil schlecht zu machen, weil man dazu kein Recht hat. Das haben mir meine Stiefkinder witzigerweise sehr früh gesagt, weil sie mir gesagt haben, also die letzte Freundin von Papi, die mochten wir nicht. Das kam sehr schnell. Ich glaube, so ungefähr beim zweiten Treffen. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja, die hat immer so böse über die Mami geredet. Und da wusste ich sofort, das ist ein No-Go. Und das ist auch richtig so, weil was habe ich für ein Recht, mir überhaupt ein Urteil anzumaßen über die Mutter der Kinder, nur weil ich mich zufälligerweise in den Vater verliebt habe. Aber das haben mir, wie gesagt, die Kinder ganz früh zu verstehen gegeben. Und aus Sicht der Kinder ist das tatsächlich so, dass das Wesentliche bleiben die leiblichen Eltern. Und wenn die sich zum Wohle der Kinder zumindest so verstehen, dass die Kinder damit klarkommen können, das habe ich eben auch gelernt, weil ich habe auch mit vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen geredet, deren Eltern sich getrennt haben. Und der Punkt, der ständig als erster gemacht wurde, war immer, betraf das Verhältnis der leiblichen Eltern untereinander. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, ich habe immer gedacht, man ist als Stiefmutter so sehr wichtig. Man ist gar nicht so wichtig, wie man meint. Also ich glaube, man darf durchaus sich ein bisschen entspannen und sich sagen, ich mache das so, wie es mir richtig erscheint. Aber man ist nicht so zentral in diesem Gefüge, wie man am Anfang denkt. Das gilt natürlich auch umgekehrt, nicht? Wenn die Mutter über die Neue redet, sag ich mal, oder der andere Partner kann über sie den auch Neuen. Viel Schaden anrichten. Ja, haben Sie sich darüber mal ausgetauscht mit Ihrem Pendant, mit der leiblichen Mutter? Nein, ich hatte eben auch, das so ergeben? Was das angeht, großes Glück. Denn als ich meinen Mann kennenlernte, lebten die Kinder mit ihrer Mutter und dem Stiefvater in einer anderen Stadt. Und die mussten tatsächlich immer sehr kompliziert mit dem Flieger kommen und es erforderte große Planung. Und als wir dann gerade frisch verheiratet waren, also relativ schnell nach einem Jahr, zogen alle wieder zurück nach Frankfurt. Und von da an war es viel einfacher, weil ich die Kinder oft abholen konnte. Die kamen unter der Woche, kommen bis heute manchmal einfach abends zum Essen vorbei. Es wurde also alles viel weniger steif, sage ich mal. Aber dadurch hatte ich in meinem ersten Jahr, als ich mich so an diese ganze Familie gewöhnte, hatte ich wenig Berührungsflächen mit der leiblichen Mutter. Und die leibliche Mutter, das weiß ich, war von Anfang an sehr froh, dass sozusagen ihr Ex-Mann jemanden hatte, den die Kinder mochten. Also die waren mir gegenüber sehr aufgeschlossen und die hat mich bei den Kindern nie schlecht gemacht, sondern war, wenn wir uns mal begegnet sind,
sind sehr herzlich und sehr freundlich und die Kinder hatten das Gefühl, sie dürfen mich mögen. Mhm. Und auch das weiß ich heute, das haben die Kinder nicht unbedingt. Manche Kinder denken auch, oh, wenn ich jetzt die neue von Papi mag, dann hat meine Mutter damit aber ein Problem und das darf ich zu Hause nicht zeigen. Also insofern hatte ich einfach sehr gute Ausgangsbedingungen. Sie haben ja schon gesagt, Ihre Stiefkinder waren damit einverstanden. Die haben ja selber gesagt, können wir die behalten, als Sie dann geheiratet haben, Ihren Mann. Aber haben Sie eigentlich formell gefragt? Und was hätten, was hätten Sie denn gemacht, wenn die gesagt hätten, nee, also das bitte auf keinen Fall? Dann hätten wir tatsächlich, kann man es die Kinder entscheiden lassen? Also da Sie schon so häufig gesagt hatten, so, das soll bitte gerne so bleiben. Die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut. Wir haben sie in einem gemeinsamen Urlaub gefragt und haben gesagt, wenn wir heiraten würden, fändet ihr das gut? Ah, das fänden wir toll. Also die Kinder waren, für Kinder ist ja irgendwie eher eben auch synonym von Dauer. Das heißt, jemand kommt ihnen nicht so leicht wieder abhanden. Das wissen sie ja auch schon, dass eine Scheidung ein langwieriger Prozess ist und dass die Erwachsenen den auch in der Regel eher scheuen. Ich kenne aber einen Fall, ist mir unlängst, hat mir das erzählt, eine sehr gute Freundin, die schon, sie hat Kinder aus früheren Beziehungen, ihr Mann hat auch Kinder aus früheren Beziehungen, glaube ich insgesamt 6, und aber keine gemeinsamen Kinder und die sind nun schon ziemlich lange glücklich liiert und alles läuft sehr gut, also für Außenstehende würde man sagen, tolles Patchwork-Gefüge und jetzt hat ihr Freund ihren Heiratsantrag gemacht. Und sie hat den angenommen und dann haben sie es den Kindern gesagt und die Kinder sind nun eben Teenager aufwärts und die Kinder haben gesagt, nee, also wir mögen dich ja und alles, aber dass unser Vater dich heiratet, das finden wir nicht in Ordnung, weil dann würdest du eigentlich erstmal so heißen wie unsere Mutter und wir finden, davon darf es nur eine geben. Das kann man regeln. Auf jeden Fall sind die Kinder dagegen und dann waren die eben auch ziemlich geschockt, die beiden, und dann haben sie aber gesagt, ach Mensch, so wichtig ist uns das jetzt auch nicht. Und wenn das für die Kinder ein solches Problem ist, dann warten wir jetzt erstmal noch, weil wir das eigentlich den Kindern nicht aufzwingen möchten. Und nun sind das Kinder, die wirklich gar nicht mehr, die sind so auf dem Absprung jetzt ins Studium und so. Und trotzdem wollen die das. Und trotzdem nehmen sie darauf Rücksicht. Und ich habe aus dem Anlass nachgedacht und gedacht, wie verhält man sich da? Und ich glaube, es gibt keine pauschale Antwort. Also wir hätten damals, wenn die Kinder gesagt hätten, nein, das wollen wir nicht, hätten wir ganz sicher auch nicht gegen den Willen der Kinder das durchgesetzt. Mhm. In dem Fall ist es nur noch so, dass die sagen, gemeinsame Kinder sind jetzt kein Thema mehr und die Ehe ist dann eben eher also ein emotionaler Zustand und die haben sich dann gesagt, dann sind wir halt weiter ohne Trauschein glücklich. Ja, als sie dann selber ihre Kinder bekommen haben, wie haben denn da, ich meine, sie schreiben das in dem Buch, aber das kennt ja nicht jeder, wie haben die denn reagiert? Also am Anfang waren sie total geschockt, weil wir eben auch schon ziemlich lange zusammen waren. Und ich glaube, die haben sich gedacht, ach, ich ging schon so irgendwie Ende 30, der Vater 50. Mhm. Also ich glaube, die Kinder haben sich gedacht, die sind zum Kinderkriegen zum Glück jetzt mal sowieso zu alt. Mhm. Und die erste Reaktion war zweierlei. Mein Stiefsohn sagte tatsächlich, nach allerlei Herumgedruckste, sagte er dann so, der war dann, glaube ich, gerade 11, ihr habt noch Sex, ist ja eklig. Ich dachte, ihr kuschelt mehr, was, glaube ich, sehr alterstypisch ist. Und die Schwester sagte, ehrlich gesagt, warum wollt ihr denn noch ein Kind? Ich meine, ihr habt doch uns. Ja, ihr braucht doch gar kein Kind mehr, was, glaube ich, irgendwie ziemlich genau die Reaktion der meisten Kinder ist, die schon da sind, auch in Kernfamilien, so wie noch ein Kind. Ich bin doch schon da. Wozu braucht man denn noch mehr von der Sorte? Also sie waren tatsächlich geschockt. Haben, das hat man auch gemerkt, das konnte man körperlich spüren. Aber sie haben dann sehr schnell, was wiederum typisch Patchwork ist, ihre eigenen Gefühle versucht zu verbergen, und zwar mir zuliebe. Die haben irgendwie gemerkt, die wollten, dass ich mich freuen kann auf dieses Kind. Ja. Und die hatten natürlich, die größte Sorge war, und das haben sie auch gesagt, habt ihr uns dann weniger lieb? Haben auch zu mir gesagt, wenn du ein eigenes Kind hast, dann sind wir doch für dich irgendwie gestorben, oder? Dann ist doch das eigene Kind das, was zählt. Und sie hatten auch Angst, dass der Vater das Kind, was aus der bestehenden, also mutmaßlich glücklichen Beziehung kommt, dass das mehr geliebt wird als das Kind aus der zerbrochenen Beziehung. Und dann haben wir viel mit ihnen geredet und sind auch darauf eingegangen. Und dann kam irgendwann der kleine Bruder zur Welt und in dem Moment haben sie begriffen, was wir ihnen vorher gesagt haben, aber das weiß man ja nicht, dass auch sie dieses Kind lieben würden und dass die Liebe zum Glück nicht ein Kuchen ist, der weniger wird, weil man dann mehrere kleine Stücke machen muss, sondern dass einfach noch jemand kommt, den alle gern haben. Und
es ist ganz klar so, dass heute die beiden großen Geschwister, die sind, die lieben ihre beiden kleinen Geschwister so, wie sie mich niemals lieben werden, nämlich auf ganz natürliche Art und Weise. Da muss sozusagen keiner sagen, habt die mal bitte gern, sondern die waren da und die sind so stolz auf diese kleinen Geschwister und die sind so liebevoll und ausgelassen und da habe ich dann gemerkt, dass tatsächlich wir jetzt noch mal eine andere Familie geworden sind. Aber man könnte ja einwenden jetzt bei Ihnen, dass Sie viel Glück gehabt haben und insofern das Buch nicht ganz repräsentativ ist. Also bei Ihnen stimmen die materiellen Voraussetzungen auf, offenbar auf beiden Seiten, also in der Familie sozusagen der leiblichen Mutter, wie auch bei Ihnen. Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Und die Kinder haben das akzeptiert und so weiter und so fort. Können Sie denn aus Ihren Erfahrungen Ratschläge ableiten für Patchwork-Eltern, Stiefeltern, bei denen das kritischer zugeht? Was können die aus Ihrem Buch lernen? Ja, ich bin immer bei dem Wort Ratschlag, zucke ich innerlich so ein bisschen zusammen, weil ich eigentlich gar keine Ratschläge geben möchte. Ich möchte noch nicht mal bei der FAZ, wenn ich über Literatur schreibe, Ratschläge geben, außer zu versuchen zu animieren, doch selber ein Buch zu lesen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und so ähnlich ist das mit diesem Buch auch. Wenn jemand sagt, ach, das Buch hat mir Mut gemacht oder hat mir irgendwie erlaubt, einen anderen Blick auf dieses Thema zu werfen, dann bin ich glücklich. Ich habe aber durchaus mich bemüht, dieses Gefühl, was ich selber hatte, und beim Schreiben ist mir das richtig klar geworden, dass ich sehr günstige Umstände hatte für meine Patchwork-Familie. Also möchte ich auf gar keinen Fall, dass das so rüberkommt, so nach dem Motto, ach, bei der ist alles gut gegangen und die sitzt jetzt auf dem hohen Ross und sagt denjenigen, die schwierigere Voraussetzungen haben, wie es gehen könnte. Das hoffe ich nicht zu tun, aber da ich mit so vielen Menschen geredet habe, also wirklich mit Dutzenden, auch mit solchen, bei denen es schief gegangen ist, und es geht häufiger schief, als dass es gut geht, auch das ist eine Erfahrung, merke ich eben tatsächlich, dass es vielleicht so kleine Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Und das betrifft aber immer wieder in erster Linie die leiblichen Eltern, und da hat man naturgemäß nur auf den Einfluss, der gerade, den man vor sich hat. Man kann schlecht zwischen beiden leiblichen Eltern vermitteln. Aber wenn die leiblichen Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder ein positives Familienerlebnis haben, dann, das können sie nämlich auch in der Patchwork-Familie haben, dann müssen sie ihr Verhältnis untereinander klären. Also da ist man tatsächlich als Stiefelternteil, sitzt man eindeutig in der zweiten Reihe, und wenn man nämlich aus dem so Backseat-Driving, wenn man so aus vom Rücksitz dann den leiblichen Eltern versucht, Ratschläge zu geben, das haben die gar nicht gern. Also insofern muss man sich da wieder eher zurückhalten. Sie haben ja die Kinder nur jedes zweite Wochenende. Und man könnte mal sagen, ja, ist denn das überhaupt richtig? Sind das denn eigentlich richtige Stiefeltern? Also wenn Sie sich vorstellen, Ihr Mann hätte jetzt die Kinder gehabt und Sie wären gleich damit konfrontiert worden, hätte das große Risiken nach Ihrer heutigen Einschätzung in sich gehabt? Es wäre auf jeden Fall ganz anders gewesen. So hatten Stiefelternschaft heißt ja, man wird sozusagen irgendwie Bezugsperson für ein Kind, das man nicht von Anfang an kannte. Das heißt, man wächst nicht, jetzt wo ich selber Mutter bin, merke ich, man wächst sozusagen ja auch in die Rolle hinein mit den Kindern, sozusagen wachsen die Verantwortlichkeiten und man lernt das alles gewissermaßen gleichzeitig. Bei Stiefkindern, die sind dann plötzlich da, die sind fertig und die erwarten, dass sie irgendwie in der Lage sind, elterliche Aufgaben zu übernehmen. Also man kommt da ein bisschen von jetzt auf gleich in Situationen, die man erstmal handeln muss. Aber Sie haben schon recht, es wäre ganz anders, wenn die Kinder eigentlich unter der Woche, also im Alltag, bei uns wären und am Wochenende bei der Mutter. Solche Fälle gibt es ja auch, und ich glaube, dass das nochmal deutlich schwieriger zu bewältigen ist, weil man dann eben als Stiefelternteil ständig zurücksteckt. Ja, man hat lauter Menschen, deren Bedürfnisse an erster Stelle zu kommen scheinen, und man muss sich da irgendwie selber einfinden und auch mal sagen, Moment mal, halt. Irgendwo komme ich ja auch noch vor. Ja? Wo stehe ich eigentlich in diesem Konflikt? Und das rührt auch an die Frage, wie sehr man seine Stiefkinder denn erziehen kann, möchte und soll. Also wie sehr soll man denn?
Sie, ich glaube, es muss jeder selber wissen. Ich wollte gerne. Sie kommentieren ja nicht alles, schreiben Sie, genau, was Ihnen auf der Zunge liegt. Ich versuche mich zu beschränken. Eine gewisse Zurückhaltung, weil die ja sonst auch, ich meine, es gibt ja da in der Patchwork-Familie mehr Personen, die, sagen wir mal, berechtigt sind oder den Anspruch erheben, an den Kindern rumzuerziehen, mehr oder weniger erfolgreich. Und da haben Sie entweder gelernt oder intuitiv von Anfang an sich etwas zurückgehalten. Ja, ich habe irgendwie mir gedacht, nachdem ich ein paar Mal es versucht habe bei so Kleinigkeiten und mich schrecklich echauffiert habe und gemerkt habe, das stresst mich jetzt mehr, denn die anderen Kindern ist das, die können ja auch da rein, da raus, also da, das war nicht so schlimm. Aber ich habe dann gedacht, nein, ich muss mir die Bereiche aussuchen, die mir wichtig sind, wo ich Maßstäbe setzen möchte, also zum Beispiel, was gelesen wird oder ob gelesen wird. Also habe ich irgendwie gedacht, für in der Kultur, da maße ich mir jetzt einfach für meine eigene Familie an, dass ich da gerne möchte, dass sie dann auch sagen, aha, das habe ich mitgenommen eines Tages, weil eben das bei uns in der Familie gelesen wurde und manchmal auch Fragen, weiß ich nicht, von Tischmanieren oder gewissen anderen Manieren, wo ich dann sage, das halte ich für essentiell, weil das in eurem späteren Leben euch das Leben leichter machen wird. Hingegen, was meine Stiefkinder anziehen oder nicht anziehen oder wie die sich die Haare kämmen oder sonstige Dinge, da habe ich dann gedacht, das sind Äußerlichkeiten, das ist nicht so wichtig. Das ist auch bei eigenen Kindern. Irgendwann lernt man, dass man da wahrscheinlich ohnehin nicht mehr viel zu sagen hat. Insofern ja, genau. Habe ich versucht, mich auf Inhalte zu konzentrieren und weniger. Ja. Also diesen berühmt-berüchtigten Satz, den Stiefmütter fürchten oder Stiefväter, du hast mir gar nichts zu sagen, den haben sie nicht gehört. Bisher nicht, kann aber ja immer noch kommen. Ja, die sind ja nun, da kommt ja noch das schwierige Alter sozusagen. Spüren Sie das schon? Gibt's? Ja klar, die sind jetzt 14 und 16, aber das Interessante ist, dass ich auch wieder mal spüre, was auch ganz entlastend ist, da sind natürlich die Eltern diejenigen, die sich viel mehr auseinandersetzen müssen. Also mit den Eltern wird viel mehr gehadert als mit den Stiefeltern. Die Stiefeltern, da wird dann irgendwie mal gesagt, also jetzt auch weniger zu mir, aber von Stiefeltern, das geht mir auf den Geist, wie der so sich wichtig macht und so. Aber das können die auch leichter wieder abschütteln, weil man eben sagt, in Wahrheit hat der mir ja gar nicht so viel zu sagen. Also was muss ich mich jetzt über meinen Stiefvater aufregen? Weil eigentlich akzeptiere ich den gar nicht als Autorität. Und da merke ich sehr stark, aha, so läuft das also. Während an den Eltern arbeitet man sich als Teenager viel mehr ab. Also auch natürlich an der Trennung der Eltern. Das ist jetzt so das Alter, wo die Fragen kommen. Mit 6 und 8 fragt sie ein Kind nicht, warum habt ihr euch eigentlich getrennt und wer war denn eigentlich schuld und so. Jetzt kommt das Alter, wo sie anfangen, Familie zu reflektieren. Und interessanterweise spielt das Buch da eher eine kathartische Rolle. Haben Sie das gelesen? Ja, also die Ältere hat es gelesen und ist sehr, also was ich nie erwartet hätte, finde das Buch ganz toll. Ich habe mich sehr bemüht, die Kinder anonym zu behandeln, damit die nicht in der Schule irgendwie, damit es dann nicht heißt, ach, ihr seid das. Ich dachte, das ist ihnen eher unangenehm. Aber obwohl das die Mitschüler doch wahrscheinlich wissen. Oder? Wahrscheinlich, aber ich heiße ja nun mal im Berufsleben, weil ich meinen Mädchennamen habe, anders als die Kinder. Und insofern drängt es sich nicht unbedingt auf. Also die Kinder müssen es, glaube ich, einigen Leuten schon selber sagen, damit es rauskommt. Die sind eher so, dass sie jetzt so ihre umstehende Umgebung auch mit manchen Erkenntnissen des Buches konfrontieren und sagen, hier, schau mal, das steht da aber und das hat die Fee, so werde ich genannt, geschrieben. Und wie steht ihr denn jetzt dazu? Also es hat eher eine Wirkung, wo sie sagen, da fangen wir jetzt mal an, drüber nachzudenken. Und sie tauschen sich natürlich auch aus mit Freundinnen und Freunden, die doch eben viele sind in einer ähnlichen Situation und sind irgendwie sehr ganz stolz auf das Buch und sagen, seht ihr, es kann doch gehen. Sagt euren Eltern nochmal, die sollen das lesen. So. Kann man eigentlich sagen, es gibt in allen Familien alle möglichen typischen Probleme. Nur in Patchwork-Familien sind sie in höherem Maße Sprengstoff. Also da bergen sie mehr Brisanz in sich, obwohl es eigentlich die gleichen Probleme sind. Es gibt alles, auch in Familien, die mit Patchwork noch nie was zu tun hatten. Und die Brisanz liegt eigentlich ja nur darin, dass man sich immer fragt, ist dieses Problem groß genug, als dass es das Familiengefüge sprengen kann? Also eben dieses Misstrauen, dass man weiß, aha, es gibt Probleme, die sind so groß, das heißt möglicherweise man trennt sich und dann haben wir alle noch viel mehr Probleme, als wir vorher schon hatten. Das ist, glaube ich, so. Aber Sie sagen auch die Fettnäpfchen. Das wissen ja übrigens auch die, also das weiß man ja auch selbst. Sie schreiben ja auch, die Fettnäpfchendichte in Patchwork-Familien ist erheblich größer. Warum? Weil es Anlässe gibt, wo man nicht weiß. Ja, weil es einfach viel mehr Beteiligte gibt, die man potenziell irgendwie beleidigen kann, ohne es vielleicht zu wollen. Also ich meine, es gibt da irgendwie Ex-Schwieger.
Schwiegermütter. Es gibt sozusagen ja von allem mehr. Es gibt mehr Großeltern, gibt mehr Schwiegereltern, mehr Geschenke, mehr Kinder. Ich habe eben auch am Anfang gedacht, man kann ja auch mit kleinen Dingen große Verletzungen anrichten. Ja. Und habe am Anfang eben auch gedacht, also wenn ich jetzt meine eigenen Kinder hier überall Fotos aufhänge und so, das finden vielleicht die Kinder meines Mannes dann nicht so toll. Da wiederum habe ich gelernt, bei manchen Dingen, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe und dachte, oh, ist das noch, darf man das noch oder ist das jetzt vielleicht schon, überschreitet das eine Grenze? Da sind die Kinder oft viel lässiger, weil die irgendwie das ganz selbstverständlich finden, dass wir jetzt alle die Kleinen anhimmeln, weil sie das selber auch tun. Also wenn sie nicht da sind, schicke ich ihnen auch oft per WhatsApp Fotos von ihren Geschwistern oder so und weiß einfach, dass sie sich wahnsinnig darüber freuen. Ich kriege dann als Antwort den Hund per WhatsApp zugeschickt, weil die beiden Großen haben einen sehr niedlichen kleinen Hund und der wird eben behutscht, wenn die kleinen Geschwister gerade nicht zur Verfügung stehen dafür. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie ja mit Ihren Stiefkindern gelesen haben. Und lesen Sie den ganz Kleinen auch schon was vor? Es gibt ja. Und was? Ja, halt was man so vorliest, kurze Geschichten. Gerade ist sehr beliebt, das übersetze ich immer, Der Tiger, der zum Tee kam von Judith Kerr, ist ein englischer Klassiker. Ja. Das liebt mein Sohn zum Beispiel. Aber jetzt kommen eben so die ersten kurzen Geschichten. Aber bei einem Zweijährigen ist die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht so extrem hoch. Also im Moment sind auch einfach toll Bilder, wo man was aufklappen kann und die Geräusche machen und wo man dann Tiergeräusche, Fahrzeuggeräusche und sowas alles. Also für Märchen und so weiter ist es noch zu früh, aber ich frage deshalb, weil ich glaube, und irgendwo haben Sie, glaube ich, auch mal Wilhelm Busch erwähnt. Nun ist Wilhelm Busch ja nicht frei von Grausamkeit, Kälte und Brutalität. Und Grimms Märchen schon gar nicht. Genau. Ja, da fragt man sich natürlich trotzdem, es gibt ja sicher auch wohlmeinende Pädagogen, ich weiß es nicht, aber in Deutschland gibt es sie mit Sicherheit, es wäre ja nicht deutsch, wenn es die nicht gäbe. Die sagen also, um Gottes Willen, das ist ja nun ganz schrecklich, da werden die ja deformiert, die Kinder. Muss man dann da immer dazu erklären oder Händchen halten oder müssen die Kinder das so wegstecken? Also mein Vater hat mir Grimms Märchen extensiv vorgelesen und ich habe das absolut geliebt und ich glaube, dass wenn Kinder allein die Geborgenheit, so grausame Geschichten vorgelesen zu bekommen von der Person, die mehr als jeder andere auf der Welt Sicherheit vermittelt, das hat einen ganz eigenen Reiz für Kinder. Sonst wären ja irgendwie sämtliche vorangehende Generationen geschädigt. Ich glaube, dass, also meine persönliche Meinung ist, dass manchmal die Pädagogen da zu weit gehen. Ich glaube, man muss die Kinder gar nicht so sehr in Watte packen, wie es heute gemacht wird. Also ich neige jedenfalls. Zumal ja vieles an die rankommt, jetzt heute sowieso übers Internet und Fernsehen und so weiter und andere Einflüsse, das können wir eh nicht kontrollieren als Eltern. Ich glaube, man sollte mit ihnen über Dinge reden oder sie auch mal fragen, ob das irgendwas auslöst. Aber ständig nachzufragen und zu sagen, geht es dir noch gut oder... Also vielleicht fördert es auch eher die Empathie, dass man irgendwie denkt, was für schreckliche Dinge passieren. Also ich bin da bisher ziemlich unbesorgt. Ja, die Frage lag ja nahe, weil Sie eben, wie man so salopp sagt, die Literaturchefin oder Literaturressort, ich glaube, es heißt für Literatur ein literarisches Leben, nicht? Was ja ein schöner Unterschied auch noch ist. Ja, finde ich auch. Ich mag das sehr. Wenn Sie mal so an die Frankfurter Allgemeine Zeitung denken. Ist eine Zeitungsredaktion eigentlich eine große Familie oder muss man eher an Karl Kraus denken, der sagte, das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit? In dem Fall würde ich sagen... Ich könnte auch fragen, ist es eher eine Schlangengrube, aber das könnte ich wahrscheinlich nicht so beantworten. Ich könnte auch sagen, ist es wie die ARD? Ich kenne die Da kenne ich mich bei der ARD nicht gut genug aus. Ich würde sagen, es hat schon manchmal ein, ich glaube, das kennt jeder, wenn man lange mit immer den gleichen Kollegen zusammenarbeitet, dann ist das schon... In der Familie ist ja auch nicht alles rosig und da schimpft man ja auch miteinander und streitet ganz furchtbar und trotzdem sind am nächsten Morgen hoffentlich noch alle am Frühstückstisch. Insofern ist es in der Redaktion schon ähnlich. Man streitet sich, also man prügelt sich und man schlägt sich und man muss aber irgendwie trotzdem miteinander klarkommen, auch wenn man unterschiedliche Auffassungen ist. Da ich selber Einzelkind bin, denke ich vielleicht über diese Dinge mehr nach als solche mit vielen Geschwistern, die das von... Vielleicht sollten wir das noch kurz einschieben. Ich komme gleich auf die FAZ zurück.
Sie haben ja auch irgendwo erwähnt, dass Ihr Vater sich von Ihrer Mutter getrennt hat. Da waren Sie schon 20. Mhm. Und das hat Sie tief getroffen und Sie haben ihm das auch vorgehalten. Ja. Hat das irgendwie dann, ist das eingegangen in Ihre Einstellung dann, als Sie selber Mutter wurden? Ja, ganz stark. Und leider ist mein Vater, ich war immer eine Vatertochter, ich habe meinen Vater abgöttisch geliebt und war völlig, ich habe das eben, ich war 20 und er trennte sich nach 30 Jahren Ehe von meiner Mutter, einer anderen Frau zuliebe, die er dann auch in dritter Ehe, meine Mutter war bereits die zweite Frau, geheiratet hat. Und ich habe ihm das unwahrscheinlich übel genommen. Deswegen weiß ich auch, wie halsstarrig. Sie haben es ihm auch gezeigt, ne? Ich habe es ihm auch gezeigt, ich habe es ihm auch gesagt. Und es hat unser Verhältnis auf Jahre belastet. Mhm. Und ich kann deswegen viele Dinge, die da in dem Buch stehen, kommen aus dieser eigenen Erfahrung, dass ich weiß, wie schwierig das ist, auch je nachdem, wie die Eltern zueinander stehen, sich dazu zu verhalten. Ja. Und seitdem ich selber Kinder habe, denke ich immer nur, wie konntest du so hart sein? Ja. Weil ich mir vorstelle, wie das ist, wenn das eigene Kind einen so kritisiert und so ablehnt und so hart mit einem ins Gericht geht, dass das für Eltern, dass ihnen das Herz fast brechen muss. Und ich hatte mich mit meinem Vater ausgesöhnt und wir standen einander wieder nah. Und er hat sich so wahnsinnig gefreut auf sein erstes Enkelkind. Ich habe eine ältere Schwester, die keine Kinder hat. Und er ist kurz vor der Geburt meines Sohnes leider ganz plötzlich gestorben. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht an meinen Vater denke und versuche, an meinen eigenen Kindern das wieder gut zu machen, was ich ihnen an Liebe nicht mehr zeigen kann. Kommen wir mal zurück zur FAZ wieder. Ja, da ist ja auch ein großer Verlust eingetreten mit dem unerwartet frühen Tod von Frank Schirmacher. Eine große prägende Figur. Der hat ja eigentlich das Feuilleton umgekrempelt. Der hat einen erweiterten Kulturbegriff wirklich praktiziert. Also sagen wir, metapolitische, gesellschaftliche Themen von der Gentechnik bis, ich weiß nicht wohin, bis zur Freiheitsbedrohung durch die neue vernetzte Welt, die demografische Frage etc. Das hat er sozusagen alles ins Feuilleton gepackt und nun ist er nicht mehr da. Lässt sich so etwas einfach eigentlich fortsetzen? Wissen Sie das? Er wird jetzt gezielt gesucht nach einem Herausgeber, der das auch so macht? Nein, ich glaube, das wäre ja auch falsch. Ich glaube, wenn man jetzt versuchen würde, eine Art Schirmacher Nummer 2 zu finden, das kann keiner. Das wusste man ja auch als Schirmacher, der war ja 20 Jahre lang Herausgeber. Ja, ja. Auch er ist da reingewachsen. Also ich glaube, wenn man den Tort, sollte man niemandem, der auf ihn folgen mag, antun, dass man jetzt sagt, das muss ein zweiter Schirmacher sein. Aber ganz sicher ist, dass dieses erweiterte Feuilleton, das ist etwas, das wird bleiben. Ja? Das wird man nicht mehr zurückdrehen. Man wird nicht zurückkehren zu einem früheren Feuilleton-Begriff, sondern im ganzen Feuilleton eigentlich die Welt abzubilden und damit auch durchaus übrigens Politik zu machen, also damit in die Gesellschaft einzugreifen. Ich glaube, das wird man von jedem erwarten, der heutzutage ein Feuilleton führt, also ob als Feuilleton-Chef, ob als Herausgeber, dass man eben jetzt nicht sagt, ach Feuilleton, das ist einfach nur in Anführungszeichen die Kultur und die berühmten Locken auf der Glatze, das geht nicht mehr. Also Schirmacher hat einfach Präzedenzfälle geschaffen, hinter denen wir zum Glück nicht mehr zurückkommen. Eine andere prägende Person, die ich auch gut kannte, war Marcel Reich-Ranicki für Sie. Der hat ja nun ein klassisches Feuilleton betrieben und Sie tun das ja eigentlich auch. Sie sind Literaturchefin. Vorher haben Sie allerdings sich um den Kunstmarkt gekümmert, nicht? Ja, aber eben nur als ganz normale Redakteurin. Ja, Und das ist jetzt auch schon bis zum Jahr 2001. Ja, also ich bin jetzt schon. Sind Ihre Kriterien, also es gab ja mal Phasen, ich habe Reich-Ranicki immer verteidigt gegen manche Kritiker, die auch unter ihm gelitten haben, weil ich denke, er hat in einer Zeit, wo die Literatur entweder nach Meinung vieler Feuilleton-Leute, so in der Nachfolge von Adorno und Co., ich sag mal, ganz platt links zu sein hatte, oder wo man Texte für völlig gleichwürdig hielt und nur noch eine strukturelle Analyse vornahm. Er hat eigentlich etwas ganz Konservatives gemacht. Er hat das Erzählerische wieder hervorgehoben. Also das Narrative, wie er so schön sagte. Ja. Stehen Sie in dieser Tradition? Sehen Sie sich in dieser Tradition? Ich sehe mich insofern in der Tradition, also A, dass ich überhaupt nicht ideologisch an Literatur rangehe. Das hat Reich-Ranicki auch nicht getan, auch nicht übrigens nach Nationalitäten oder nach Religionen oder sowas hat ihn alle
nicht interessiert. Ihn hat immer nur interessiert, wie gut das Erzählte ist, genau wie Sie sagen. Und er hat in einer Zeit, als das überhaupt noch nicht gängig war, sich als Vermittler gesehen. Ja, er hat starke Urteile gefällt. Das kann man so sagen. Ja, aber er wollte immer auch, dass die Leser nicht nur seinem Urteil folgen, sondern er wollte auch animieren. Also er wollte auch provozieren. Er wollte provozieren, das wollte übrigens Schirmacher auch. Richtig. Und ich glaube, dass er für Reich-Ranicki bereits, also da, als er ins Fernsehen ging, weiß ich noch, da war ich nun noch lange nicht bei der Zeitung, da war ich noch nicht mal im Studium, da war ich noch auf der Schule, dass eben viele so im Print so auch ein bisschen gemäkelt haben und gesagt haben, wie kann man sich dem Fernsehen andienen? Und Reich-Ranicki war immer jemand, der wollte wirken, der wollte vermitteln, der wollte... Hat ja auch gewirkt. Und war das sicher der mächtigste Kritiker. Heute, das ist sozusagen das, was alle Kritiker, ob sie es zugeben oder nicht, seitdem auch wollen. Also im Grunde genommen geht es darum, Wirkung zu erzielen. Und das heißt ja nichts anderes, als den Leser und das Buch zusammenbringen. Nur die Zeit, als Reich-Ranicki zum Beispiel das Literarische Quartett machte in den 90ern, da hatten eben unsere Bestseller noch ganz andere Auflagen. Also da konnte irgendwie, der verkaufte das, Zehntausende. Heute hat das Buch an der Spitze der Bestsellerliste verkauft sich noch vielleicht ein Drittel so gut wie damals. Das wäre meine nächste Frage. Also junge Leute beißen nicht mehr an, ne? Da bin ich nicht so sicher. Ich glaube eben, dass nach wie vor das, was gedruckt, das sagen ja auch viele Umfragen, was gedruckt vor uns steht, hat eine andere Wirklichkeit. Das, was ich gedruckt lese, wirkt manchmal realer als das, was ich im Netz überfliege und was danach wieder weg ist. Und ich stelle auch oft fest, dass ich manche Bücher einfach zweimal kaufe. Unterwegs lade ich sie auf das Lesegerät und dann brauche ich aber, um zu Hause was nachzuschauen oder um Anmerkungen zu machen, das mache ich zum Beispiel nie elektronisch. Aber Sie sind halten zu Gnaden noch durch das Buch geprägt. Ja, aber es gibt allemal sowieso. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt eben auch, dass Deutschland ist jetzt der dritte große E-Book-Markt nach dem englischsprachigen Bereich und zunehmend auch China. Und trotzdem ist es nach wie vor so, dass jetzt die E-Book-Verkäufe praktisch stagnieren. Sie dürfen nicht vergessen, wenn ein Markt neu eröffnet, das war beim Hörbuch übrigens genauso, sind die Zuwächse rasant. Ja. Und dann irgendwann in den USA ist es schon soweit, ist eine Kurve erreicht und dann bleibt es gleichbleibend hoch. Und das aber gilt im Moment auch für die gedruckte Zeitung. Ist es, ja, das ist wiederum Meinung, ein anderes Hoffnung. Thema, die gedruckte Zeitung. Ja, ja, bei den Büchern immerhin glaube ich, dass es, ich glaube, dass wir noch auf absehbare Zeit immer gedruckte Bücher haben werden. Ich glaube auch, dass wir auf absehbare Zeit immer noch gedruckte Zeitungen haben werden, aber vielleicht nicht mehr so viele. Die Vielfalt des deutschen Zeitungsmarktes ist ja bekanntlich enorm. Also ob diese Vielfalt im Druck erhalten bleibt, das wage ich sehr zu bezweifeln. Man liest ja, dass die FAZ vor der nächsten Sparwelle steht, oder läuft die schon? Und heißt das auch Personalabbau weiter? Da kann ich jetzt wenig zu sagen, aber dass wir sparen, das ist schon seit geraumer Zeit so. Ich würde eher sagen, es ist sozusagen kein Ende der Sparwelle in Sicht, sondern es wird schon lange sehr genau auf die Zahlen geschaut. Und ja, da wird man sich auch bemühen, wie das jetzt viele Firmen machen. Wer halt in Pension geht, der wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht ersetzt. Ja. Naja, es ist ja ein Riesenproblem, nicht? Also wenn Verleger Redaktionen verkleinern und gleichzeitig werden ja alle Sachverhalteprozesse immer komplexer, schon durch die wissenschaftlich-technologische Entwicklung, auch in der Sache selbst komplexer. Das heißt, man müsste mehr recherchieren, um es richtig zu vermitteln, aber man hat nicht mehr die Leute dafür. Ach, ich glaube, die Leute sind schon noch da. Interessanterweise hat ja auch die Zeit gerade festgestellt, dass kaum etwas so viel gelesen wird wie das Dossier. Und auch die FAZ stellt fest, was gelesen wird, sind durchaus die langen Texte, wo man immer gesagt hat, aha, im Internetzeitalter werden lange Artikel gerade nicht mehr gelesen. Das Gegenteil ist der Fall. Das glaube ich doch für... Weil man die Kurzen im Netz hat. Genau, die Kurzen, die schiere Information hat man im Netz. Aber den Hintergrund und die Analyse und dann damit eben auch die Orientierung, da braucht man ja auch selber mehr Zeit zu, um sich die zu verschaffen. Mhm. Also ich bin sowieso kein pessimistischer Mensch, aber es wäre auch schrecklich, wenn man so irgendwie Kulturpessimist ist und dann sitzt man bei einer großen deutschen Zeitung und wartet immer nur darauf, dass der Ast, an dem alle Sägen, zu Boden kracht. Ja. Dann hätte ich ja wenig davon. Das ist richtig. Gibt es ein weiteres Buch? Mal sehen, was das Denken Sie über andere Themen nach. Dies sind ja Bücher, die haben mit Ihrem Leben sehr viel zu tun. Ich denke, werden viele, Sie sich auch weiter hinauswagen? Ja, das denke ich schon. Es ist ja auch immer eine Frage der Zeit. Also wann schreibt man diese wann Bücher kann man noch? Das noch ja. Also
das wäre auch noch eine wichtige Frage gewesen. Neben wie kann man Beruf es überhaupt bei der Zeitung, dann bin ich ja auch noch beim SWR und moderiere die Literatursendung Lesenswert. So hat dann jeder sein Schicksal. Die Familie. Also ich manchmal denke ich auch vielleicht, wer weiß, vielleicht schreibe ich als nächstes Kinderbücher, weil das auch gerade sich anbietet, weil ich meinen eigenen Kindern Geschichten erzähle. Mal gucken, ich habe viele Ideen, aber ich wage nicht zu prophezeien, welche sich umsetzen lassen. Also dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, sonst auch. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das war eine Begegnung mit Felicitas von Lovenberg. Lovenberg. Vielen Dank. Thorsten. Sie viel Glück gehabt haben und insofern auch das Buch nicht ganz repräsentativ ist. Also bei Ihnen stimmen die materiellen Voraussetzungen offenbar auf beiden Seiten, also in der Familie sozusagen der leiblichen Mutter, wie auch bei Ihnen. Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Absolut. Und die Kinder haben das akzeptiert und so weiter und so fort. Können Sie denn aus Ihren Erfahrungen Ratschläge ableiten für Patchwork-Eltern, Stiefeltern, bei denen das kritischer zugeht? Was können die aus Ihrem Buch lernen? Ja, ich bin immer bei dem Wort Ratschlag, zucke ich innerlich so ein bisschen zusammen, weil ich eigentlich gar keine Ratschläge geben möchte. Ich möchte noch nicht mal bei der FAZ, wenn ich über Literatur schreibe, Ratschläge geben, außer zu versuchen zu animieren, doch selber ein Buch zu lesen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und so ähnlich ist das mit diesem Buch auch. Wenn jemand sagt, ach, das Buch hat mir Mut gemacht oder hat mir irgendwie erlaubt, einen anderen Blick auf dieses Thema zu werfen, dann bin ich glücklich. Ich habe aber durchaus mich bemüht, dieses Gefühl, was ich selber hatte, und beim Schreiben ist mir das richtig klar geworden, dass ich sehr günstige Umstände hatte für meine Patchwork-Familie. Also möchte ich auf gar keinen Fall, dass das so rüberkommt, so nach dem Motto, ach, bei der ist alles gut gegangen und die sitzt jetzt auf dem hohen Ross und sagt denjenigen, die schwierigere Voraussetzungen haben, wie es gehen könnte. Das hoffe ich nicht zu tun, aber da ich mit so vielen Menschen geredet habe, also wirklich mit Dutzenden, auch mit solchen, bei denen es schief gegangen ist, und es geht häufiger schief, als dass es gut geht, auch das ist eine Erfahrung, merke ich eben tatsächlich, dass es vielleicht so kleine Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Und das betrifft aber immer wieder in erster Linie die leiblichen Eltern, und da hat man naturgemäß nur auf den Einfluss, der gerade, den man vor sich hat. Man kann schlecht zwischen beiden leiblichen Eltern vermitteln. Aber wenn die leiblichen Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder ein positives Familienerlebnis haben, dann, das können sie nämlich auch in der Patchwork-Familie haben, dann müssen sie ihr Verhältnis untereinander klären. Also da ist man tatsächlich als Stiefelternteil, sitzt man eindeutig in der zweiten Reihe, und wenn man nämlich aus dem so Backseat-Driving, wenn man so aus vom Rücksitz dann den leiblichen Eltern versucht, Ratschläge zu geben, das haben die gar nicht gern. Also insofern muss man sich da wieder eher zurückhalten. Sie haben ja die Kinder nur jedes zweite Wochenende. Und man könnte mal sagen, ja, ist denn das überhaupt richtig? Sind das denn eigentlich richtige Stiefeltern? Also wenn Sie sich vorstellen, Ihr Mann hätte jetzt die Kinder gehabt und Sie wären gleich damit konfrontiert worden, hätte das große Risiken nach Ihrer heutigen Einschätzung in sich gehabt? Es wäre auf jeden Fall ganz anders gewesen. So hatten Stiefelternschaft heißt ja, man wird sozusagen irgendwie Bezugsperson für ein Kind, das man nicht von Anfang an kannte. Das heißt, man wächst nicht jetzt, wo ich selber Stiefelternschaft heißt ja, man wird sozusagen irgendwie Bezugsperson für ein Kind, das man nicht von Anfang an kannte. Das heißt, man wächst nicht jetzt, wo ich selber Mutter bin, merke ich, man wächst sozusagen ja auch in die Rolle hinein mit den Kindern, sozusagen wachsen die Verantwortlichkeiten und man lernt das alles gewissermaßen gleichzeitig. Bei Stiefkindern, die sind dann plötzlich da, die sind fertig und die erwarten, dass sie irgendwie in der Lage sind, elterliche Aufgaben zu übernehmen. Also man kommt da ein bisschen von jetzt auf gleich in Situationen, die man erstmal handeln muss. Aber Sie haben schon recht, es wäre ganz anders, wenn die Kinder eigentlich unter der Woche, also im Alltag, bei uns wären und am Wochenende bei der Mutter. Solche Fälle gibt es ja auch, und ich glaube, dass das nochmal deutlich schwieriger zu bewältigen ist, weil man dann eben als Stiefelternteil ständig zurücksteckt. Ja, man hat lauter Menschen, deren Bedürfnisse an erster Stelle zu kommen scheinen, und man muss sich da irgendwie selber einfinden und auch mal sagen, Moment mal, halt.
irgendwo komme ich ja auch noch vor. Ja? Wo stehe ich eigentlich in diesem Konflikt? Und das rührt auch an die Frage, wie sehr man seine Stiefkinder denn erziehen kann, möchte und soll. Also wie sehr soll man denn? Ich glaube, es muss jeder selber wissen. Ich wollte gerne. Sie kommentieren ja nicht alles, schreiben Sie, genau, was Ihnen auf der Zunge liegt. Ich versuche mich zu beschränken. Eine gewisse Zurückhaltung, weil die ja sonst auch, ich meine, es gibt ja da in der Patchwork-Familie mehr Personen, die, sagen wir mal, berechtigt sind oder den Anspruch erheben, an den Kindern rumzuerziehen, mehr oder weniger erfolgreich. Und da haben Sie entweder gelernt oder intuitiv von Anfang an sich etwas zurückgehalten. Ja, ich habe irgendwie mir gedacht, nachdem ich ein paar Mal es versucht habe bei so Kleinigkeiten und mich schrecklich echauffiert habe und gemerkt habe, das stresst mich jetzt mehr, denn die anderen Kindern ist das, die können ja auch da rein, da raus, also da, das war nicht so schlimm. Aber ich habe dann gedacht, nein, ich muss mir die Bereiche aussuchen, die mir wichtig sind, wo ich Maßstäbe setzen möchte. Also zum Beispiel, was gelesen wird oder ob gelesen wird. Also habe ich irgendwie gedacht, für in der Kultur, da maße ich mir jetzt einfach für meine eigene Familie an, dass ich da gerne möchte, dass sie dann auch sagen, aha, das habe ich mitgenommen eines Tages, weil eben das bei uns in der Familie gelesen wurde und manchmal auch Fragen, weiß ich nicht, von Tischmanieren oder gewissen anderen Manieren, wo ich dann sage, das halte ich für essentiell, weil das in eurem späteren Leben euch das Leben leichter machen wird. Hingegen, was meine Stiefkinder anziehen oder nicht anziehen oder wie die sich die Haare kämmen oder sonstige Dinge, da habe ich dann gedacht, das sind Äußerlichkeiten, das ist nicht so wichtig. Das ist auch bei eigenen Kindern. Irgendwann lernt man, dass man da wahrscheinlich ohnehin nicht mehr viel zu sagen hat. Insofern ja, genau. Habe ich versucht, mich auf Inhalte zu konzentrieren und weniger. Ja. Also diesen berühmt-berüchtigten Satz, den Stiefmütter fürchten oder Stiefväter, du hast mir gar nichts zu sagen, den haben sie nicht gehört. Bisher nicht, kann aber ja immer noch kommen. Ja, die sind ja nun, da kommt ja noch. Wenn eine Veränderung käme, die werden auch viel urteilsfähiger oder zumindest urteilswilliger. Ja. Die sagen dann auch, also ich erlebe das durchaus auch mal was die eigene Mutter angeht oder so, das finde ich jetzt gar nicht gut und ich möchte gern, dass das anders ist. Das machen die mit 6 und 8 so noch nicht. Aber je erwachsener Kinder werden, umso mehr nehmen sie sich auch raus, die eigenen Eltern zu kritisieren oder deren Lebensstil, Lebensverhalten. Mhm. Es wird nicht weniger herausfordernd. Sie gehen ja noch weiter, sagen, Kinder sind konformistisch. Mhm. Brauchen die Rituale, brauchen die natürlich Feste, ja? Und haben Sie die auch eingeführt bei sich? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, also das fängt an mit so einfachen Mahlzeiten, die bei den Kindern heilig sind. Neulich sagte mein Mann zu mir, es gibt ein Nudelgericht, mein Mann kann sehr gut kochen. Mhm. Und es gibt ein Nudelgericht, was er immer wieder für seine Kinder gekocht hat. Also immer freitagsabends, wenn die kamen, gab es sozusagen diese Tagliatelle al Papi. Und dann sagte er neulich zu mir, ach, zum Glück essen ja unsere beiden Kinder das auch gerne. Und dann habe ich gesagt, du wirst dich wundern. Solange wir zusammenbleiben, wird dieses Gericht für die kleinen Kinder nie denselben Stellenwert haben. Für die großen Kinder war das das Gericht, das gab es eben, wenn sie zu ihrem Vater kamen. Und das war ein Symbol für eine gewisse Geborgenheit, die an diesen Wochenenden vorherrschte. Genauso wie Vorlesen oder Badewannenrituale oder bestimmte Ausflüge, die wir oder Wanderungen, die wir immer wieder gemacht haben. Das Wiederkehrende heißt dann eben auch, es gibt eine Form von Geborgenheit. Das ist etwas, da kann man sich reinfallen lassen und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, dass bei Kindern, die eine Trennung erleben, das anders aufgeladen wird emotional als bei Kindern in heilen Familien. Die erinnern sich später dran und sagen, ach, das war schön, aber es hat nicht, die müssen sich nicht so sehr daran festhalten. Sie haben eine Kollegin in der FAZ, Melanie Mühl, die hat ein Buch über und gegen die Patchwork-Lüge geschrieben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie aber nicht so weit auseinander, weil die eben nur sagt, Eltern, die sich trennen, sollten sich das sehr gut überlegen, wegen der Kinder, weil das für die Kinder einfach so ein Schlag ist. Ihr Buch war also nicht eine Antwort darauf, oder überhaupt aus nicht. Ihren Erfahrungen? Nein, oder? Frau Mühl hat eben geschrieben, aus der Erfahrung, das als Kind erlebt zu haben. Und ich schreibe aus der Erfahrung, es als Erwachsener zu leben und dem Versuch, es richtig zu machen. Also richtig kann man gar nicht sagen, es gut zu machen, es so zu machen, dass es für alle Beteiligten etwas Positives dabei rauskommt. Und insofern haben die beiden Bücher das Thema zwar miteinander gemein, aber ich wollte auch bewusst eben keine Antwort darauf schreiben und mich nicht verteidigen müssen, sondern eher schildern, wo die Fallstricke sind, wo ich auch glaube, dass viele Patchwork-Familien ähnliche Situationen erleben oder wo alle Frauen, die in so einer Situation sind wie ich, sagen, ah ja, geht Ihnen das auch so? Ja, mir ist das auch so gegangen. Also man stellt einfach fest, es gibt gewisse wiederkehrende Muster und diese Muster sind sehr interessant.
Was sind denn die größten Fallstricke? Was kann man denn alles falsch machen oder was wird am häufigsten falsch gemacht? Sie haben ja auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Mhm. Familie ist ja auch nicht alles rosig und da schimpft man ja auch miteinander und streitet ganz furchtbar und trotzdem sind am nächsten Morgen hoffentlich noch alle am Frühstückstisch. Insofern ist es in der Redaktion schon ähnlich. Man streitet sich, also man prügelt sich und man schlägt sich und man muss aber irgendwie trotzdem miteinander klarkommen, auch wenn man unterschiedliche Auffassungen ist. Da ich selber Einzelkind bin, denke ich vielleicht über diese Dinge mehr nach als solche mit vielen Geschwistern, die das von... Vielleicht sollten wir das noch kurz einschieben. Ich komme gleich auf die FAZ zurück. Sie haben ja auch irgendwo erwähnt, dass Ihr Vater sich von Ihrer Mutter getrennt hat. Da waren Sie schon 20. Mhm. Und das hat Sie tief getroffen und Sie haben ihm das auch vorgehalten. Ja. Hat das irgendwie dann, ist das eingegangen in Ihre Einstellung dann, als Sie selber Mutter wurden? Ja, ganz stark. Und leider ist mein Vater, ich war immer eine Vatertochter, ich habe meinen Vater abgöttisch geliebt und war völlig, ich war 20 und er trennte sich nach 30 Jahren Ehe von meiner Mutter, einer anderen Frau zuliebe, die er dann auch in dritter Ehe, meine Mutter war bereits die zweite Frau, geheiratet hat und ich habe ihm das unwahrscheinlich übel genommen. Deswegen weiß ich auch, wie halsstarrig. Sie haben es ihm auch gezeigt, ne? Ich habe es ihm auch gezeigt, ich habe es ihm auch gesagt und es hat unser Verhältnis auf Jahre belastet. Mhm. Und ich kann deswegen viele Dinge, die da in dem Buch stehen, kommen aus dieser eigenen Erfahrung, dass ich weiß, wie schwierig das ist, auch je nachdem, wie die Eltern zueinander stehen, sich dazu zu verhalten. Ja. Und seitdem ich selber Kinder habe, denke ich immer nur, wie konntest du so hart sein? Ja. Weil ich mir vorstelle, wie das ist, wenn das eigene Kind einen so kritisiert und so ablehnt und so hart mit einem ins Gericht geht, dass das für Eltern, dass ihnen das Herz fast brechen muss. Und ich hatte mich mit meinem Vater ausgesöhnt und wir standen einander wieder nah. Und er hat sich so wahnsinnig gefreut auf sein erstes Enkelkind. Ich habe eine ältere Schwester, die keine Kinder hat. Und er ist kurz vor der Geburt meines Sohnes leider ganz plötzlich gestorben. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht an meinen Vater denke und versuche, an meinen eigenen Kindern das wieder gut zu machen, was ich ihm an Liebe nicht mehr zeigen kann. Kommen wir mal zurück zur FAZ wieder. Ja, da ist ja auch ein großer Verlust eingetreten mit dem unerwartet frühen Tod von Frank Schirmacher. Eine große prägende Figur. Der hat ja eigentlich das Feuilleton umgekrempelt. Der hat einen erweiterten Kulturbegriff wirklich praktiziert. Also metapolitische, gesellschaftliche Themen von der Gentechnik bis, ich weiß nicht wohin, bis zur Freiheitsbedrohung durch die neue vernetzte Welt, die demografische Frage etc. Das hat er sozusagen alles ins Feuilleton gepackt und nun ist er nicht mehr da. Lässt sich so etwas einfach eigentlich fortsetzen? Wissen Sie das? Wird jetzt gezielt gesucht nach einem Herausgeber, der das auch so macht? Nein, ich glaube, das wäre ja auch falsch. Ich glaube, wenn man jetzt versuchen würde, eine Art Schirmacher Nummer 2 zu finden, das kann keiner. Da haben die Kinder einfach dieses Gefühl von, meine Eltern sind da und das ist meine Welt und um die muss ich nicht bangen. Und in Patchwork-Situationen ist es insofern anders als das Kinder. Ich werde nie vergessen, als mein Mann oder damals eben noch Freund uns das erste Mal wirklich stritten und zwar vor den Kindern. Und die Kinder waren wie versteinert. Die hatten wirklich Angst. Oh, die streiten sich jetzt. Vielleicht trennen die sich dann jetzt. Und jetzt haben wir doch gerade irgendwie gefunden, dass das alles so ganz gut ist. Und diese Sehnsucht nach Stabilität und das bewusste Nachdenken darüber, das ist, glaube ich, in Patchwork-Familien etwas anders als in den sogenannten normalen Familien. Mhm. Sie schreiben ja auch, Kinder sind eine konservative Kraft. Kinder wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Genau. Man sollte ja eigentlich das Gegenteil vermuten, dass Kinder, die ja immer Neues erleben, auch erleben wollen, eigentlich neugieriger auf Veränderungen sind als Erwachsene. Sind sie auch. Sie sind ja auch, aber nicht, was sozusagen die Koordinaten des ganz normalen Lebens angeht. Also ich glaube, da sind Kinder, und zwar geht das bis ins Erwachsenenalter. Ich glaube, jeder kennt Fälle, wo man eben denkt, ach, die Kinder sind aus dem Haus, es trennen sich die Eltern und plötzlich stellt man fest, dass durchaus die Halsstarrigkeit mit dem Alter zunimmt und dass das so ungefähr ab 15 aufwärts geht. Also ich glaube, auch meine Stiefkinder, wenn jetzt heute nochmal eine Veränderung käme, die werden auch viel urteilsfähiger oder zumindest urteilswilliger. Ja. Die sagen dann auch, also ich erlebe das durchaus auch mal, was die eigene Mutter angeht oder so, das finde ich jetzt gar nicht gut und ich möchte gern, dass das anders ist. Das machen die mit 6 und 8 so noch nicht. Aber je erwachsener Kinder werden, umso mehr nehmen sie sich auch raus, die eigenen Eltern zu kritisieren oder deren Lebensstil, Lebensverhalten.
Es wird nicht weniger herausfordernd. Ja. Sie gehen ja noch weiter, sagen, Kinder sind konformistisch. Mhm. Brauchen die Rituale, brauchen die natürlich. Feste, ja? Und haben Sie die auch eingeführt bei sich? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, also das fängt an mit so einfachen Mahlzeiten, die bei den Kindern heilig sind. Neulich sagte mein Mann zu mir, es gibt ein Nudelgericht, mein Mann kann sehr gut kochen. Mhm. Und es gibt ein Nudelgericht, was er immer wieder für seine Kinder gekocht hat. Also immer freitagsabends, wenn die kamen, gab es sozusagen diese Tagliatelle al Papi. Und dann sagte er neulich zu mir, ach, zum Glück essen ja unsere beiden Kinder das auch gerne. Und dann habe ich gesagt, du wirst dich wundern. Solange wir zusammenbleiben, wird dieses Gericht für die kleinen Kinder nie denselben Stellenwert haben. Für die großen Kinder war das das Gericht, das gab es eben, wenn sie zu ihrem Vater kamen. Und das war ein Symbol für eine gewisse Geborgenheit, die an diesen Wochenenden vorherrschte. Genauso wie Vorlesen oder Badewannenrituale oder bestimmte Ausflüge, die wir oder Wanderungen, die wir immer wieder gemacht haben. Das Wiederkehrende heißt dann eben auch, es gibt eine Form von Geborgenheit. Das ist etwas, da kann man sich reinfallen lassen und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, dass bei Kindern, die eine Trennung erleben, das anders aufgeladen wird, emotional, als bei Kindern in heilen Familien. Der Teller al Papi. Und dann sagte er neulich zu mir, ach, zum Glück essen ja unsere beiden Kinder das auch gerne. Und dann habe ich gesagt, du wirst dich wundern. Solange wir zusammenbleiben, wird dieses Gericht für die kleinen Kinder nie denselben Stellenwert haben. Für die großen Kinder war das das Gericht, das gab es eben, wenn sie zu ihrem Vater kamen. Und das war ein Symbol für eine gewisse Geborgenheit, die an diesen Wochenenden vorherrschte. Genauso wie Vorlesen oder Badewannenrituale oder bestimmte Ausflüge, die wir oder Wanderungen, die wir immer wieder gemacht haben. Das Wiederkehrende heißt dann eben auch, es gibt eine Form von Geborgenheit. Das ist etwas, da kann man sich reinfallen lassen und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, dass bei Kindern, die eine Trennung erleben, das anders aufgeladen wird, emotional, als bei Kindern in heilen Familien. Die erinnern sich später dran und sagen, ach, das war schön. Aber es hat nicht, die müssen sich nicht so sehr daran festhalten. Sie haben eine Kollegin in der FAZ, Melanie Mühl, die hat ein Buch über und gegen die Patchwork-Lüge geschrieben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie aber nicht so weit auseinander, weil die eben nur sagt, Eltern, die sich trennen, sollten sich das sehr gut überlegen, wegen der Kinder, weil das für die Kinder einfach so ein Schlag ist. Ihr Buch war also nicht eine Antwort darauf, oder so, aus Ihren Erfahrungen. Nein, Frau Mühl hat eben geschrieben, aus der Erfahrung, das als Kind erlebt zu haben. Und ich schreibe aus der Erfahrung, es als Erwachsener zu leben und dem Versuch, es richtig zu machen. Also richtig kann man gar nicht sagen, es gut zu machen. Es so zu machen, dass es für alle Beteiligten etwas Positives dabei rauskommt. Und insofern haben die beiden Bücher das Thema zwar miteinander gemein, aber ich wollte auch bewusst eben keine Antwort darauf schreiben und mich nicht verteidigen müssen, sondern eher schildern, wo die Fallstricke sind, wo ich auch glaube, dass viele Patchwork-Familien ähnliche Situationen erleben oder wo alle Frauen, die in so einer Situation sind wie ich, sagen, ah ja, geht Ihnen das auch so? Ja, mir ist das auch so gegangen. Also man stellt einfach fest, es gibt gewisse wiederkehrende Muster und diese Muster sind sehr interessant. Was sind denn die größten Fallstricke? Was kann man denn alles falsch machen oder was wird am häufigsten falsch gemacht? Sie haben ja auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Es ist ja ein Erlebnis- und Erfahrungsbuch, wenn man so will, wie das erste auch, aber basiert eben auch auf vielen Gesprächen. Genau, was geht denn so? Was macht man denn so alles falsch? Ich weiß nicht, was man alles so sehr falsch macht. Ich glaube, was Stiefeltern oft falsch machen, ist aus falsch verstandener Sympathie sehr schnell mit Kommentaren zu kommen, die den abwesenden Elternteil mit einschließen. Also zum Beispiel in meiner Situation irgendwie eine Bemerkung machen über die Mutter der Kinder, die man ja selber gar nicht kennt. Und zwar, weil in der Regel eben Trennungen nicht schön sind. Also Leute, die es schaffen, sich freundschaftlich zu trennen und keine schmutzige Wäsche zu waschen, die sind nun mal eher selten. Und ich glaube, das ist für Stiefeltern ein ganz, also man darf nicht den Fehler machen, den abwesenden Elternteil schlecht zu machen, weil man dazu kein Recht hat. Das haben mir meine Stiefkinder witzigerweise sehr einfach noch jemand kommt, den alle gern haben. Und es ist ganz klar so, dass heute die beiden großen Geschwister, die lieben ihre beiden kleinen Geschwister so, wie sie mich niemals lieben werden, nämlich auf ganz natürliche Art und Weise. Da muss sozusagen keiner sagen, habt die mal bitte gern, sondern die waren da und die sind so stolz auf diese kleinen Geschwister und die sind so liebevoll und ausgelassen. Und da habe ich dann gemerkt, dass tatsächlich wir jetzt nochmal eine andere Familie geworden sind.
Aber man könnte ja einwenden jetzt bei Ihnen, dass Sie viel Glück gehabt haben und insofern das Buch nicht ganz repräsentativ ist. Also bei Ihnen stimmen die materiellen Voraussetzungen offenbar auf beiden Seiten, also in der Familie sozusagen der leiblichen Mutter, wie auch bei Ihnen. Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Absolut. Und die Kinder haben das akzeptiert und so weiter und so fort. Können Sie denn aus Ihren Erfahrungen Ratschläge ableiten für Patchwork-Eltern, Stiefeltern, bei denen das kritischer zugeht? Was können die aus Ihrem Buch lernen? Ja, ich bin immer bei dem Wort Ratschlag, zucke ich innerlich so ein bisschen zusammen, weil ich eigentlich gar keine Ratschläge geben möchte. Ich möchte noch nicht mal bei der FAZ, wenn ich über Literatur schreibe, Ratschläge geben, außer zu versuchen zu animieren, doch selber ein Buch zu lesen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und so ähnlich ist das mit diesem Buch auch. Wenn jemand sagt, ach, das Buch hat mir Mut gemacht oder hat mir irgendwie erlaubt, einen anderen Blick auf dieses Thema zu werfen, dann bin ich glücklich. Ich habe aber durchaus mich bemüht, dieses Gefühl, was ich selber hatte, und beim Schreiben ist mir das richtig klar geworden, dass ich sehr günstige Umstände hatte für meine Patchwork-Familie. Also möchte ich auf gar keinen Fall, dass das so rüberkommt, so nach dem Motto, ach, bei der ist alles gut gegangen und die sitzt jetzt auf dem hohen Ross und sagt denjenigen, die schwierigere Voraussetzungen haben, wie es gehen könnte. Das hoffe ich nicht zu tun, aber da ich mit so vielen Menschen geredet habe, also wirklich mit Dutzenden, auch mit solchen, bei denen es schief gegangen ist, und es geht häufiger schief, als dass es gut geht, auch das ist eine Erfahrung, merke ich eben tatsächlich, dass es vielleicht so kleine Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Und das betrifft aber immer wieder in erster Linie die leiblichen Eltern, und da hat man naturgemäß nur auf den Einfluss, der gerade, den man vor sich hat. Man kann schlecht zwischen beiden leiblichen Eltern vermitteln. Aber wenn die leiblichen Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder ein positives Familienerlebnis haben, dann, das können sie nämlich auch in der Patchwork-Familie haben, dann müssen sie ihr Verhältnis untereinander klären. Also da ist man tatsächlich als Stiefelternteil, sitzt man eindeutig in der zweiten Reihe, und wenn man nämlich aus dem so Backseat-Driving, wenn man so aus vom Rücksitz dann den leiblichen Eltern versucht, Ratschläge zu geben, das haben die gar nicht gern. Also insofern muss man sich da wieder eher zurückhalten. Sie haben ja die Kinder nur jedes zweite. Ganz entlastend ist, da sind natürlich die Eltern diejenigen, die sich viel mehr auseinandersetzen müssen. Also mit den Eltern wird viel mehr gehadert als mit den Stiefeltern. Die Stiefeltern, da wird dann irgendwie mal gesagt, also jetzt auch weniger zu mir, aber von Stiefeltern, das geht mir auf den Geist, wie der so sich wichtig macht und so. Aber das können die auch leichter wieder abschütteln, weil man eben sagt, in Wahrheit hat der mir ja gar nicht so viel zu sagen. Also was muss ich mich jetzt über meinen Stiefvater aufregen? Weil eigentlich akzeptiere ich den gar nicht als Autorität. Und da merke ich sehr stark, aha, so läuft das also. Während an den Eltern arbeitet man sich als Teenager viel mehr ab. Also auch natürlich an der Trennung der Eltern. Das ist jetzt so das Alter, wo die Fragen kommen. Mit 6 und 8 fragt sie ein Kind nicht, warum habt ihr euch eigentlich getrennt und wer war denn eigentlich schuld und so. Jetzt kommt das Alter, wo sie anfangen, Familie zu reflektieren. Und interessanterweise spielt das Buch da eher eine kathartische Rolle. Haben Sie das gelesen? Ja, also die Ältere hat es gelesen und ist sehr, also was ich nie erwartet hätte, finde das Buch ganz toll. Ich habe mich sehr bemüht, die Kinder anonym zu behandeln, damit die nicht in der Schule irgendwie, damit es dann nicht heißt, ach, ihr seid das. Ich dachte, das ist ihnen eher unangenehm. Aber das die Mitschüler doch wahrscheinlich wissen. Oder? Wahrscheinlich, aber ich heiße ja nun mal im Berufsleben, weil ich meinen Mädchennamen habe, anders als die Kinder, und insofern drängt es sich nicht unbedingt auf. Also die Kinder müssen es, glaube ich, einigen Leuten schon selber sagen, damit es rauskommt. Die sind eher so, dass sie jetzt so ihre umstehende Umgebung auch mit manchen Erkenntnissen des Buches konfrontieren und sagen, hier, schau mal, das steht da aber und das hat die Fee, so werde ich genannt, geschrieben. Und wie steht ihr denn jetzt dazu? Also es hat eher eine Wirkung, wo sie sagen, da fangen wir jetzt mal an, drüber nachzudenken. Und sie tauschen sich natürlich auch aus mit Freundinnen und Freunden, die doch eben viele sind in einer ähnlichen Situation und sind irgendwie sehr ganz stolz auf das Buch und sagen, seht ihr, es kann doch gehen. Sagt euren Eltern noch mal, die sollen das lesen. So. Kann man eigentlich sagen, es gibt in allen Familien alle möglichen typischen Probleme. Nur in Patchwork-Familien sind sie in höherem Maße Sprengstoff. Also da bergen sie mehr Brisanz in sich, obwohl es eigentlich die gleichen Probleme sind. Es gibt auch in Familien, die mit Patchwork noch nie was zu tun hatten. Und die Brisanz liegt eigentlich ja nur darin, dass man sich immer fragt, ist dieses Problem groß genug, als dass es das Familien
Gefüge sprengen kann. Mhm. Also eben dieses Misstrauen, dass man weiß, mhm. aha, es gibt Probleme, ja. die sind so groß, das heißt möglicherweise man trennt sich und dann haben wir alle noch viel mehr Probleme, als wir vorher schon hatten. Das ist, glaube ich, so. Aber Sie sagen auch die Fettnäpfchen. Das wissen ja übrigens auch die, ja. also das weiß man Sie, ja auch selbst. Sie also schreiben ja auch die Fettnäpfchendichte in Patchwork-Familien, das ist erheblich größer. Warum? Weil es Anlässe gibt, wo man nicht weiß. Weil es einfach viel mehr Beteiligte gibt, die man potenziell ja. Irgendwie ja, beleidigen kann, ohne es vielleicht zu wollen. Also ich meine, es gibt da irgendwie Engpass, das Gericht, das gab es eben, wenn sie zu ihrem Vater kamen und das war ein Symbol für eine gewisse Geborgenheit. Die an diesen Wochenenden vorherrschte, genauso wie Vorlesen oder Badewannenrituale oder bestimmte Ausflüge, die wir oder Wanderungen, die wir immer wieder gemacht haben. Das Wiederkehrende heißt dann eben auch, es gibt eine Form ja, von Geborgenheit. Das ist etwas, da kann man sich reinfallen lassen und es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Und ich glaube, dass bei Kindern, die eine Trennung erleben, das anders aufgeladen wird, emotional, als bei Kindern in heilen Familien. Die erinnern sich später dran und sagen, ach, das war schön, aber es hat nicht, die müssen sich nicht so sehr daran festhalten. Sie haben eine Kollegin in der FAZ, Melanie Mühl, die hat ein Buch über und gegen die Patchwork-Lüge geschrieben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie aber nicht so weit auseinander, weil die eben nur sagt, Eltern, die sich trennen, sollten sich das sehr gut überlegen, genau. wegen der Kinder, weil das für die Kinder einfach so ein Schlag ist. Ihr Buch war also nicht eine Antwort darauf, oder überhaupt aus nicht. Ihren Erfahrungen? Nein, Frau Mühl hat eben geschrieben, aus der Erfahrung, das als Kind erlebt zu haben. Und ich schreibe aus der Erfahrung, es als Erwachsener zu leben und dem Versuch, es richtig zu machen. Also richtig kann man gar nicht sagen, es gut zu machen, es so zu machen, dass es für alle Beteiligten etwas Positives dabei rauskommt. Und insofern haben die beiden Bücher das Thema zwar miteinander gemein, aber ich wollte auch bewusst eben keine Antwort darauf schreiben und mich nicht verteidigen müssen, sondern eher schildern, wo die Fallstricke sind, wo ich auch glaube, dass viele Patchwork-Familien ähnliche Situationen erleben oder wo alle Frauen, die in so einer Situation sind wie ich, sagen, ah ja, geht Ihnen das auch so? Ja, mir ist das auch so gegangen. Also man stellt einfach fest, es gibt gewisse wiederkehrende Muster und diese Muster sind sehr interessant. Was sind denn die größten Fallstricke? Was kann man denn alles falsch machen? Oder was wird am häufigsten falsch gemacht? Sie haben ja auch mit vielen anderen Leuten gesprochen. Es ist ja ein Erlebnis- und Erfahrungsbuch, wenn man so will, wie das erste auch, aber basiert eben auch auf vielen Gesprächen. Genau, was geht denn so? Was macht man denn so alles falsch? Ich weiß nicht, was man alles so sehr falsch macht. Ich glaube, was Stiefeltern oft falsch machen, ist aus falsch verstandener Sympathie sehr schnell mit Kommentaren zu kommen, die den abwesenden Elternteil mit einschließen. Also zum Beispiel in meiner Situation irgendwie eine Bemerkung machen über die Mutter der Kinder, die man ja selber gar nicht kennt. Und zwar, weil in der Regel eben Trennungen nicht schön sind. Also Leute, die es schaffen, sich freundschaftlich zu trennen und keine schmutzige Wäsche zu waschen, die sind nun mal eher selten. Und ich glaube, das ist für Stiefeltern ein ganz, also man darf nicht den Fehler machen, den abwesenden Elternteil schlecht zu machen, weil man dazu kein Recht hat. Das haben mir meine Stiefkinder witzigerweise sehr früh gesagt, weil sie mir gesagt haben, also die letzte Freundin von Papi, die mochten wir nicht. Das kam sehr schnell, ich glaube so ungefähr beim zweiten Treffen und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ja, die hat immer so böse über die Mami geredet und da wusste ich sofort, das ist ein No-Go. Schreibt ein Buch darüber, das davon handelt, dass es vielleicht für die Beziehung besser ist, nicht zu heiraten, weil man sich dann nicht auf der Institution eher ausruht. Und jetzt in meinem zweiten Buch und plötzlich war ich zu sechst, habe ich ganz am Schluss gemerkt, im letzten Kapitel, das ist wieder ein Buch, was eigentlich sagt, seid romantisch. Also meine These ist auch, dass Patchworker romantisch sind, insofern, als dass sie dass sozusagen der Triumph der Hoffnung über Erfahrung für sie immer gültig ist. Das heißt, auch im zweiten Anlauf bemühen sich ja Patchworker, zu etwas zu finden, was sie vorher nicht hatten, nämlich zu einer glücklichen Familie. Und insofern ist Patchwork durchaus auch eine romantische Familienform, die erneut auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, alle geben sich Mühe, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. Und insofern haben die beiden Bücher mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick denken würde. Sie sprechen oder schreiben in Ihrem Buch bewusst von Stiefkindern, nennen sich eine Stiefmutter. Der Ausdruck ist ja nun sehr belastet, nicht nur durch die Grimms Märchen oder sondern sicher, also nicht nur durch den Schatz unserer Märchen, sondern auch durch den Schatz unserer Vorurteile. Das machen Sie ganz bewusst, dass Sie an dem Begriff festhalten.
Ja, weil es gibt zwar viele moderne Begriffe, die, wie moderne Begriffe es eben so haben, so etwas euphemistisch sind. Da ist dann die Rede eben von Bonuseltern oder von Secondhand-Familien. Und ich finde, das macht es jetzt auch alles nicht besser und das macht es auch nicht klarer. Und Kinder können anders als Erwachsene mit Klarheit viel besser umgehen, als man ihnen oft zutraut. Und natürlich nennen mich meine Stiefkinder nicht Stiefmutter und ich rede die ja auch nicht mit irgendwie Stiefkinder an, aber der Begriff trifft es dann doch ganz gut. Wir sind sozusagen eine Stieffamilie oder eben heute, wie das heißt, Patchwork-Familie. Bevor wir darauf weiter eingehen, müssen Sie vielleicht kurz Ihre Lebenssituation schildern. Also die Konstruktion oder Zusammensetzung Ihrer Familie, das müssen die Zuschauer, glaube ich, wissen, um das genau zu verstehen. Also ich habe einen Mann, mich in einen Mann verliebt, der zwei Kinder hatte. Die waren damals 6 und 8. Wir haben geheiratet. Heute sind die Kinder 14 und 16. Und wir haben noch zwei gemeinsame Kinder, die noch recht klein sind, nämlich 2 und 8 Monate. Acht Monate. Also die jüngste ist 8 Monate und so ist mein Mann Vater von 4 Kindern und ich eben Mutter von 2 und aber Stiefmutter auch noch von 2 und das ist das, was man eben Patchwork nennt. Das heißt ja nichts anderes, als dass einer der Partner mindestens bringt Kinder aus einer vorigen Beziehung mit. Und es ist auch gar nicht so sehr an den Trauschein gebunden, sondern es gibt sehr viele Patchwork-Familien, die von der Statistik nicht erfasst werden, aber wo eben ein Mann, der am Wochenende, dessen Kinder am Wochenende zu ihm kommen, aber der eine neue Freundin hat oder einen neuen Lebenspartner oder eben die Mutter, bei der die Kinder unter der Woche sind, die auch sich dann nochmal verliebt. Also wenn man nachdenkt, stellt man fest, man kennt doch viele Menschen, die in so einer Situation leben. Und es passiert einem ja auch manchmal, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. Also